Ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zum zweiten Part von Chicken und wir sind hier fast am Verrecken. Chicken Nuggets und so. Ja, machen wir mal da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Da haben wir ja so ein bisschen über diese, wie soll ich mal sagen, Erbsünde gequatscht. Hm? Also beziehungsweise in dem Sinn von, dass es auch in den diesen Kastensystemen gibt. Genau, ja. Und ja. Ich finde es einfach scheiße, dass zum Beispiel ein Unberührbar jetzt nicht weiter nach oben steigen kann und sogar in seinem weiteren Leben, sagen wir mal so, nichts ausrichten kann damit, wenn er nicht etwas erreichen, also etwas Gutes machen darf oder kann. Also ich finde das einfach auch unlogisch, weil man sagt ja immer, man kann eine Kaste oder so etwas verlassen, wenn man etwas Gutes tut. Aber ein Unberührbarer, also ein Kranker, ein Leprakranker zum Beispiel, ist ein Unberührbarer. Oder einer, der zum Beispiel etwas gemacht hat, so zum Beispiel gestohlen oder jemanden ermordet hat oder so, aber es dann bereut zum Beispiel. Der kann gar nichts mehr Gutes tun, weil er wird gar nicht angenommen in dem Sinn. Also jetzt zum Beispiel jetzt nicht jetzt nach dem Mörder jetzt zu urteilen in dem Sinn, aber zum Beispiel ein Kranker, ein Leprakranker kann ja nicht mal etwas Gutes tun, weil er halt einfach nicht beachtet wird. Ist ein wenig kompliziert, ja. Ich weiß. Leute, ich habe hier gerade einen ganz spektakulären Tod gehabt. Vor allem, weil ich mir Juggernaut geholt habe. Nicht nur Juggernaut, sondern auch Quick Revive. Und eigentlich hätten wir wiederbelebt werden müssen, wurden wir aber nicht. Das war scheiße. Das heißt, ich habe theoretisch nochmal die Möglichkeit, neu anzufangen. Das heißt, wir machen in dieser Aufnahme einfach an der Stelle weiter. Also, das heißt, wir können weiter quatschen. Okay, ich habe einfach mal reingequatscht, sorry. Einfach nicht davon ablenken lassen, weiter geht's. Ja, was? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war, aber ist egal. Ja, wir waren allgemein dabei, dass es unfair ist, dass man dann theoretisch gar nichts Gutes mehr tun kann. Ja, genau. Wenn man Scheiße gemacht hat. Weil man einfach dann abgestempelt ist, in dem Sinn. Ich weiß, es ist etwas kompliziert jetzt für die Zuhörer das oder Zuschauer, je nachdem, das zu verstehen. Aber wenn man eben die Kultur von Indien ein wenig anschaut, dann versteht man das dann schon. Aber eben, ja, es ist einfach etwas kompliziert, etwas sehr Komplexes. Und ich finde es einfach schade, dass man zu nichts kommt, wenn man in der untersten Kaste ist, eben bei den Unberührbaren. Ja. 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 Und Lilly pellt da gerade ein paar Bonbons. Naja. Aber jetzt nicht nur bei den Menschen gibt es ja asoziales Verhalten, finde ich. Es gibt ja auch in der Tierwelt zum Teil, obwohl bei denen natürlich ja auch, also, ja, sagen wir mal so, da ist natürlich der Überlebensinstinkt gefragt. Ja. Da ist dann nicht mehr asozial in dem Sinn, sondern da muss man überleben. Aber die Tiere werden immer mehr so wie Menschen, habe ich mal gelesen. Die schauen uns das ab. Ja, mag ja sein. Uah. Ja, zum Beispiel in den Zoos. Da hier hat man einiges auf der Map. Uah. Oh Gott. Ihr sagt, wenn ich die Fresse halten soll. Nein, alles gut. Übrigens, ein Zuschauer von mir, der hat sich erkundigt, Lilly, wie es mit uns beiden steht. Wir kommen super miteinander aus. Alles cool. Was hat er denn gefragt? Ach, einfach nur so, wie es halt mit uns steht und wie wir zueinander stehen und wir sind verdammt gut miteinander befreundet. Ja. Ja.
Deswegen, also der hatte einfach nur gefragt, wie es da momentan steht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der auf die Idee gekommen ist, aber Okay. ist auf jeden Fall alles gut zwischen uns. Alles cool. Wir haben uns nicht irgendwie verstritten oder so. Alles bestens. Das war eine gruselige Überleitung. Naja, kommen wir zum nächsten Thema. Spaß beiseite. Hast du ein Thema oder... Genau. Ich wollte jetzt einfach mal spontan fragen, hast du irgendein Thema, über das du quatschen möchtest? Was? Mich jetzt? Nee, die andere Lilly. Was? Nee, also ich habe jetzt kein Thema, worüber ich sprechen möchte. Also du möchtest gar nicht quatschen. Ich höre euch zu und wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich irgendwas, aber ja. Okay. Ja. Das ist Aber echt ich speziell. bin. Ich will jetzt nicht die Einzige sein, die hier quatscht. Nee, also ich bin da immer noch voll herzens dabei. Es ist halt irgendwie nur ein bisschen schwierig, wenn man sich so konzentrieren muss. Also ich versuche Ja, ja noch klar, mit da natürlich. dabei zu sein. Also vom Herzen Ja. her bin ich immer mit dabei beim Thema. Aber sonst denken die Zuschauer dann so, wer ist denn das, wer hier die ganze Zeit reinquatscht? Warum? Die Leute wollen Zombie sehen. Was dabei erzählt wird, ist denen eigentlich scheißegal. Okay. Also demnach kannst du eigentlich niemanden verärgern. Deswegen hören die mir überhaupt auch zu, wenn ich mal Nicht, was erzähle. dass du dann noch Dislikes bekommst. Ach, das ist mir eh egal, da kann ich nichts gegen machen. Ja. Will ich aber nicht. Nee. Ach, die kriegt man so oder so irgendwann. Ach. Ja, es ist einfach so, man lernt mit der Zeit, sich damit abzufinden. Das geht ja gar nicht. Du kannst ja nicht sagen, ich will keine Dislikes haben, aber du hast ja dann welche und verstehst du? Ich bin so müde. No, du musst jetzt die Unterhaltung übernehmen. Hallo? Ach, Menno. Ja, nee, ich. Ja. Naja, ich weiß auch nicht, was ich noch sagen soll. Ich kann eben nicht allzu viel sagen. Jetzt zum Beispiel über meinen Job kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil wenn da nur jemand von den Leuten zuguckt oder mal zufällig drauf guckt, die mich kennen oder so, dann ist es einfach nicht so gut. Ja gut, schon verständlich. Aber ich meine jetzt so allgemeines halt eben. Allgemeines. Ja, Ja, ich so. kann, ja, ich Das. kann sonst mal so erklären, irgendwie, oder erzähl Sachen erzählen von meiner Kollegin, die auch Verkäuferin ist. Okay. Die hat mal, also die ist im Herrenmodengeschäft, ist die tätig. Und die musste, also die muss ja Herren bedienen, also Männer. Und sie ist eine sehr hübsche, ja, also nicht nur eigentlich, sie ist eine hübsche junge Dame und so. Und sie hat aber auch einen Freund. Und jetzt ist es so gewesen, dass sie, ich nenne extra jetzt ihren Namen nicht, aber dass sie eines Tages hat sie da bedient und so, und dann hat ihr halt jemand sie angegrapscht, also ein Mann. Und hat ihr so ein paar anzügliche, ja, Komplimente gemacht und so weiter. Und sie hat ihn freundlich, aber bestimmt gesagt, ja, sie habe einen Freund und so und sie will das nicht und so. Und da ist ihr halt auch immer mehr aufdringlicher geworden. Und dann hat sie halt ihm halt deutlicher und etwas unfreundlicher dann mal gesagt, hey, sie, Entschuldigung, es geht leider so nicht, aber wenn sie so weitermachen, dann muss ich sie leider rauswerfen und so. Und dann hat dieser Typ dann so gefunden, ja, und so hat irgendwie irgendetwas gebrummelt und dann hat er sich am Chef, also dem Chef gemeldet das und sie wurde gefeuert. Ach du Scheiße. Also das ist ja echt unterste Schublade. Und ich meine, das finde ich asozial und vor allem der Chef, der hat nicht mal nach ihrem Standpunkt gefragt. Ja. Weil der Typ, der, also ich meine, sie hat ja nichts Böses getan.
Sie hat ja wirklich nichts getan, was gegen sie spricht. Sie hat sich nur gewehrt. Ja, Und sie leider. hat ihm ja noch gesagt, sie, ich habe einen Freund. Leider funktioniert unsere Welt so komisch. Ich verstehe es Ja. auch nicht so recht. Und ich meine, der Chef weiß das ja auch. Der Chef hat gewusst, dass sie einen Freund hat. Und er hat auch, ja, ich meine, sie konnte nicht mal erklären, dass der sie angegrapscht hat und so. Und sie ist dann aufs Arbeitsamt gegangen, also beziehungsweise aufs Arbeitsgericht, hat dort Klage eingereicht und ja, sie hat gewonnen. Oh, aber ich glaube nicht, dass die da noch mal arbeiten will. Nee. Sie ist jetzt noch woanders. Sie hat jetzt eine sehr gute Stelle bekommen. Na, das ist doch gut, das Schicksal regelt. Ja. Aber ich finde das einfach asozial, wenn eine Person, die sich nur wehren will gegen etwas, was sie nicht will, dann gleich die Kündigung bekommt, nur weil ein anderer sie angreift in dem Sinn. Also in dem Sinn am Chef gleich sagt, ja, sie hat das und das gemacht. Ja, das ist echt scheiße. Ja. Auch von ihm vor allen Dingen, das ist echt, also jetzt nicht mal der Chef, das was der Typ gemacht hat, das ist einfach unterste Schublade. Und ich finde einfach nur, dass er nicht mal, also der Kunde da, dass der nicht mal zugehört hat. Ich meine, der hat ja noch gesagt, also beziehungsweise er hat schon zugehört, er hat noch gesagt, ja, das ist mir egal. Und hat einfach weitergemacht. Ich finde das einfach nur unfair. Und dann nur, weil er das nicht kriegt, dieser, Entschuldigung, notgeile Sack, nur weil er das nicht kriegt, was er gewollt hat. Ey, Dingens, die Folge nennen wir einfach die verzweifelte Verkäuferin und der notgeile Sack oder so. Da müssen sie alle mitlachen. Ja. Ja, aber ist doch wahr. Entschuldigung, Voll erwischt. es ist eigentlich nicht zum Lachen, es ist wirklich so. Ach, naja. Ja, ich finde es einfach nur billig. Also, einfach nur, und der hat sogar noch, weißt du, was das Schlimmste noch ist? Der Typ, der sie um den Job gebracht hat, also nicht der Chef, sondern der Typ da, der hat sogar noch lebenslängliche freie Auswahl bekommen für die Produkte mit Rabatt. Also nicht ganz frei, aber zumindest so mit Rabatt und so mit sehr viel Rabatt. Das ist ja echt kacke. Ich finde das einfach nur noch dreist. Ich muss mal irgendwann in so einem Vlog oder so über meine Erfahrungen im Einzelhandel erzählen. Ich hatte auch nicht immer die nettesten Kunden, aber das, also ich kann mich eigentlich an fast nichts mehr erinnern. Ja, eben, ich kann da ganz viel auspacken, was das angeht. Ich habe sehr viele Kollegen, die entweder im Detailhandel oder sonst irgendwo arbeiten, wo es zwischenmenschliche Beziehungen gibt. Wo Beziehungen sind, sind auch Konflikte. Ja, aber eben, ich finde das einfach echt, das war einfach so happig. Weil sie hat mir dann dort angerufen, dass sie, nachdem sie die Kündigung bekommen hat, fristlos übrigens. Sie war total aufgelöst, wirklich. Und die hat mich angerufen und hat so gesagt, hey, ich habe gerade die Kündigung bekommen. Und ich so, hey, wieso denn das? Ich meine, du bist doch eine gute Verkäuferin. Und sie so, ja, eben gerade deswegen. Und ich kam da gar nicht mehr draus, weil ich dachte nur so, hä? Ich einfach so aus heiterem Himmel. Und dann hat sie mir dann das erzählt und ich dachte nur so, hey, Scheiße. Und damals wollte ich war da gerade am Anfang meiner Lehre eigentlich. Was machst du? Ja. Hä? Okay. Hallo? Ja, ich höre dich noch. Sie macht die ganze Zeit so komische Geräusche. Hm? Wer Ja, denn? du.
Ach so, meine Katze, die ist jetzt zu nah am Mikro, glaube ich. Ach so, Die hat sich gerade gekratzt, also. Ach dann sag das doch. Ich dachte so. schon, du machst da irgendwelche komischen, weiß ich nicht. Ach so, nee, das ist meine Ich Katze. kann Ach nicht so. so. Das ist er, der Fridolin. Ah Das nee, hat dein sich Kater heißt ja extrem anders, nicht Fridolin. komisch geklungen. Wie komme ich auf Fridolin? Keine Ahnung. Wir hatten einen Igel, der hieß Fridolin. Und dann Ernsthaft? hat. Ja, Ein Igel? wirklich! Und dann hat es sich herausgestellt, dass es eine Frida war. Ach Sie so. hat sich nämlich gepaart. Ja, das ist doch gut. Wir wissen ja auch alle, wie Igel das machen. Ganz vorsichtig. Wirklich eine süße Kleine. Die saß mal auf dem Golfsack von meinem Vater. Der ist etwa 1 Meter hoch. Die Tasche. Und Ja. war in der Ecke. Also der Igel saß im Karton. Wir haben den Golfsack. Entschuldigung, ich muss das einfach bringen. Ich Hä? stelle mir so die Situation vor, ihr seid beide so in seinem Raum, dein Vater und du, ne? Und dann kraucht der Igel so in den Golfsack und dann sagst du so, guck mal, Papa, der Igel scheint deinen Sack zu mögen. Hey! Oh, Entschuldigung. Nee, der Igel, den haben wir, also beziehungsweise meine Großmutter und mein Großvater haben den gefunden. Der lag im Herbst, oder war es Herbst? Ja, so Frühherbst, lag der auf der Straße, also beziehungsweise es war schon so ein wenig kühler. Und der Igel sollte eigentlich schon längst im Winterschlaf sein, also so sich einbuddeln und so. Und der war total also am Verhungern und so und lag einfach auf der Straße und hat sich nicht mehr gerodet. Und wir wollten den eigentlich auf die Igelstation bringen und die hatten aber keinen Platz mehr für ihn, weil eben schon sehr viele hungernde Igel in dem Sinn dort waren. Und dann haben wir gefragt, ja, was sollen wir denn machen? Wir wollten ihn ja nicht einfach sterben lassen. Und das wäre nämlich auch asozial gewesen. Ja. Nur um das Thema wieder aufzugreifen. Dann haben die uns gesagt, ja, wir sollen ihn einfach, wenn möglich, nicht anfassen mit bloßen Händen. Und ihm, wenn möglich, einfach Wasser und Katzenfutter geben und Früchte und so und ihn einfach im Keller unten in einer Schachtel lassen, damit er einfach warm muss er es haben, so und zugedeckt und so, also dunkel und warm. Der Igel, der war so ein lustiger, also die war so eine lustige. Die war einfach so hyperaktiv. Die war für das, dass sie eigentlich schlafen sollte, war sie einfach viel zu hyperaktiv. Und wir waren dann mal so, wir haben immer am Morgen geschaut, am Morgen und am Abend haben wir nach ihr geschaut. Und plötzlich war sie nicht mehr in der Schachtel. Oh. Und wir dachten nur so, hä, wo ist denn der Igel? Und wir hatten ja die Tür zu und wir dachten zuerst so, ach Scheiße, die ist abgehauen. Und dann der zweite Gedanke, nachdem wir dann gesehen haben, nee, die Tür war ja zu, war dann, ja, der Hund hat sie irgendwie gefressen oder so. Irgendwie reingekommen oder so. Und dann der Hund aber auch nicht, weil eben die Tür war ja abgeschlossen. Und dann wir so, hä, wo ist denn die? Haben alles auf den Kopf gestellt. Und irgendwann schaut mein Bruder so in die Ecke, wo der Golfsack steht, die Golftasche, die so angelehnt in die Ecke gestellt war. Und oben auf der Golftasche sitzt einfach dieser Igel und schaut uns die ganze Zeit zu. Wie verzweifelt suchen. Man hat schon fast beim Igel angesehen, wie der grinst, so grins, grins. Oh, so ein hinterlistiges Vieh. Das war
weißt du? Er hat einfach keinen Wank gemacht. Er hat uns einfach zugeschaut, die ganze Zeit. Das Och, war ich lass die mal nach mir suchen, die haben bestimmt Spaß. Richtung. Das war so witzig. Dafür hat er uns dann Flöhe mitgebracht. Das auch noch. Ja, ich war die Einzige, die keine Flöhe hatte. Na, das ist doch gut. Mein Vater, mein Bruder, meine Mutter, die haben alle gelitten unter den Flöhen. Okay, die Entschuldigung. Lache ist episch gewesen. Ich bin gerade so schadenfreudig. Nee. Sorry. Okay, pass auf, jetzt kommt mal ein etwas umschweifendes Kompliment. Pass auf, pass auf. Du bist schadenfreudig. Und jetzt streich mal ein paar Buchstaben weg. Das ist das beste Kompliment, was man einer Frau machen kann. Du bist schadenfreudig. Ja, streich doch mal ein paar Buchstaben weg und dann denk mal an irgendwas Gutes, was man so als Kompliment Okay. machen kann. Also schadenfreudig, also Schaden. Ja. Hä? Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Nö, 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 nö. Können die auch mal gehen? Danke. Ich check's gerade nicht. Ich weiß nicht, ob was du hinaus willst. Ach nee. Ich bin der Idiot, sorry. Wieso denn? Weil ich gedacht habe, dass ich. Oh mein Gott. Rennen, 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 rennen. Oh Gott, das wird so scheiße. Das wird so scheiße. Sorry. Oh, durch, 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 durch. Das wird schwierig, das wird schwierig, das wird schwierig. Gott, wir werden das sowas von nicht überleben. Oh, ich will das nicht nochmal aufnehmen. Ich will es nicht nochmal aufnehmen. Vor allen Dingen, weil die Map nicht geil ist. Oh, das war ganz knapp. Ich bin ja schon einmal verreckt jetzt. Jetzt geht's aber wieder. Oh, glücklich. Alter, glücklich. Nee, eigentlich sollte aus dem Wort Schaf rauskommen, aber dann habe ich gesehen, dass die Buchstaben gar nicht in der richtigen Reihenfolge sind dafür. Ein Schaf. Scharf. Ja. Och Erscharf. nee! Och nee! Och nee! Oh, ich habe verloren. Tja, das passt ja. Die Map war sowieso nicht so geil. Ja, man kann auf der Map übrigens ganz by the way noch ein paar andere Waffen holen. Ich könnte es theoretisch jetzt auf den zweiten Kanal pölen, aber ganz ehrlich, Das nö, wäre Hauptkanal. ich Das wäre schade für die. scharfer. Das wäre schade für die schönen Themen. Übrigens gibt es ja auch, ich habe sie schon mehrfach gezockt, es gibt keine Waffen, die wirklich geil sind, außer eine Sniper, die lässt sich dann so punchen und hat die so ein Dreischuss-Ding vorne dran. Das sieht so ein bisschen aus wie der Todbringer aus Black Ops 2, aber ansonsten nicht viel auf der Map. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und die zwei Mädels verabschieden euch jetzt hier. Tschüss. Ciao.